Ei, gute. Hier, bei uns ist dieses Wochenende Antik- und Trödelmarkt im Ort. Wir wollten uns das auch mal angucken. Wir hatten nämlich von ein paar Bekannten gehört, dass der Veranstalter nicht so der freundlichste ist. Die hatten dann mal angerufen, weil sie vielleicht einen Stand machen wollten. Wurden da ziemlich komisch behandelt. Ne? Ich war nicht dabei, aber wenn ich das von mehreren zuverlässigen Leuten höre, glaube ich das auch. Aber gucken wollten wir ja mal, hinstellen wollten wir uns nicht, weil Antik und Trödel ist nicht so unseres. Wir haben da andere Sachen, wenn wir mal was haben. Und ist auch schön ausplakatiert überall. Eintritt frei. Jetzt sind wir da hingefahren, ist so ein alter Flugplatz, ganz weit im Gelände, mitten auf der Landebahn, sind dann so ein paar Stände gewesen. Und also, Tor offen. Und das Erste, was man sieht, Parkgebühren 5 Euro und natürlich auch gleich einer an der Einfahrt. Ja, finde ich ja persönlich schon wieder eine Sauerei. Wenn ich freien Eintritt habe, soll aber 5 Euro fürs Parken bezahlen. Auf einem riesigen alten Flugplatz auf den Betonplatten, ne, wo du sonst nie Eintritt bezahlst, ne, egal was für eine Veranstaltung da ist, also entweder bezahlt man Eintritt, aber keine Parkgebühren. Aber ich meine, das ist natürlich auch eine Art zu sagen, Eintritt frei, aber wenn ihr mit dem Auto ran wollt, dann müsst ihr auch hier bezahlen. Und dann die Stände so weit drin aufs Gelände, wenn man wirklich was kauft, bisschen größer, was du dann nicht einen Kilometer weit rausschleppen willst, dann hast du natürlich wieder die Gebühren. So kann man auch Geld machen, so kann man aber auch Besucher verkraulen, ne, und sich unbeliebt machen. Ne, der soll wohl in Berlin große Flohmärkte beschicken, hat er jedenfalls selber gesagt. Ne, aber dann soll er da bleiben, da kann er das vielleicht bringen. Aber hier bei uns auf dem Land, ne, man, wer bezahlt 5 Euro, um zu gucken, dass er dann die Schränke vielleicht doch nicht kauft, die da angeboten werden, was auch immer. Ne, und dann das Angebot, ja, lauf doch rein, ist doch nicht so weit. Also ich meine, ich kann so weit nicht laufen. Ich hatte jetzt auch keinen Rollstuhl dabei und keinen Rollator. Ne, aber auch da ist eine Sauerei dann, ne, zumal vorne ist eine Durchgangsstraße. Da gibt's gar keine offiziellen Parkplätze. Im Prinzip ist man gezwungen, die Gebühren zu bezahlen. Ne, finde ich irgendwo schon nah am Betrug und am Beschiss und am Kundenverarsche. Aber das ist nur meine Meinung. Anderen ist das vielleicht egal. Mich nervt sowas. Den Weg und die Zeit hätte ich sparen können. Hätte ich auch schön daheim auf der Terrasse sitzen können. Na gut, wir waren eh noch einkaufen, ist egal. Ja, in diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende. Moje, sind wir auf dem anderen Flohmarkt. Also ich gucke da mal in Luckenwalde. Da weiß ich, wo ich umsonst parken kann. Und da weiß ich auch, ich muss auch keinen Eintritt bezahlen. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Genießt das Wochenende, falls das Wetter so bleibt. Soll ja schlecht werden. Ciao.